Heute habe ich Mars und Twix Joghurt von Danone. Gab es bei Penny für 65 Cent? Wobei es noch, ich hatte schon mal diese Art von Joghurt und zwar gibt es die noch in den Sorten Bounty und, na, wie heißt es? Ballisto. Diesmal war es so, dass genau wie beim letzten Mal komplett die ganze Palette weggegriffen. Das hier war der letzte Mars-Joghurt. Ich weiß nicht, ob die so gut schmecken, dass die Leute wirklich, das war Montag relativ früh, bin ich extra hingegangen und dass die Leute palettenweise sich diese Twix-Joghurt genommen haben. Bounty hatte ich schon mal, das war jetzt ganz in Ordnung. Ballisto fand ich überhaupt nicht gut. Hatte jedenfalls mit den Ballisto-Riegeln überhaupt nichts zu tun. Joghurt gesüßt mit 17% Karamellsoße und 8% schokolierten Mars-Nuggets. Und bei Twix ist es Joghurt gesüßt mit 17% Karamellsoße und 8% schokolierten Twix, Keks und Karamellstückchen. Na, ich weiß nicht. Das ist so ein, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es gibt diesen etwas säuerlichen Joghurt. Und Danone benutzt den, glaube ich, öfters. Das ist irgendwie nicht so jetzt mein Fall. Also bei Twix hätte ich eher sowas richtig Süßes erwartet, aber es geht, aber muss irgendwie passt das, finde ich nicht. Das ist ein bisschen zu sauer. Aber anscheinend schmeckt er so gut, dass die Leute da wirklich Montag früh hingehen und palettenweise das ganze Sortiment leer kaufen. Ja, klasse.
Genau der gleiche Joghurt. Auch sehr säuerlich. Aber diese Maßstückchen finde ich richtig gut. Das ist halt wie kleine Minimaß. Also nichts Knackiges oder irgendwas, sondern richtig so weich, pampig. Aber 65 Cent, nee, irgendwie ist das. Also ich würde schon sagen, dass es kein guter Joghurt ist. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie gefällt mir das nicht. Viel zu teuer, viel zu wenig drin und dann irgendwie, keine Ahnung. Meistens ist es ja so, dass wenn zum Beispiel Danone ist ja eine große Firma und Mars und etc., das sind auch große Firmen und wenn die dann halt zusammen ein Produkt auf den Markt werfen, dann muss ja der Gewinn geteilt werden und irgendwo wird dann meistens gespart. Anscheinend an den Dingern hier. Aber was soll's. Heute habe ich Müller-Ecke Deluxe Brazilian Lime.